Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchten wir euch die drei Kaffeevollautomaten vorstellen, die wir für euch herausgesucht haben. Wie immer stellen wir euch zuerst unseren Preis-Leistungssieger vor, welcher unserer Meinung nach das beste Modell ist, und geben euch anschließend noch die besten Alternativen für den geringsten Preis sowie das beste Premium-Modell. Hier sollte also für jeden das passende Modell mit dabei sein. Viel Spaß beim Video, alle Produkte haben wir für euch unten in der Videobeschreibung nochmals verlinkt. Als erstes, in unserem Vergleich möchten wir euch den Kaffeevollautomaten aus dem Hause Philips vorstellen. Um genau zu sein, handelt es sich hier um das Philips Domestics Appliances 3200. Dieser Kaffeevollautomat besitzt nicht nur ein Fassungsvermögen von 1,8 Liter, sondern dieses Modell besitzt eine Leistung von 1500 Watt. Dieses Modell sieht unserer Meinung nach nicht nur sehr edel aus, sondern besteht aus teils Kunststoff, teils Edelstahl. Dabei kann dieser bis zu 5 verschiedene Kaffeesorten zubereiten, unter anderem Latte Macchiato, Kaffee, Cappuccino, Americano wie auch Espresso. Bedienbar ist dieses Modell aus dem Hause Philips über ein Touchdisplay an der Vorderseite, mit dem man nicht nur die Aromastärke anpassen kann, sondern auch natürlich die gewünschte Kaffeeauswahl. Hinzu kommt, dass bei Bedarf auch ein samtig cremiger Milchschaum mit hinzugegeben werden kann. Ein Thema, was sehr wichtig ist, ist auch die Reinigung des Kaffeevollautomaten. Hier hat sich Philips Gedanken gemacht und hat die Reinigung so einfach wie möglich gestaltet. Die zu reinigenden Teile können einfach abgenommen werden und so gereinigt werden. Außerdem besitzt dieses Modell einen Entkalker, der für Haushalte mit viel Kalk ein Segen sein kann. Alles in allem ist das ein sehr gelungenes Modell aus dem Hause Philips und somit unser Preis-Leistungssieger. Mehr Infos über den Philips 3200 findet ihr unter dem ersten Link in der Videobeschreibung. Als nächstes möchten wir euch das günstigste Modell in unserem Vergleich vorstellen. Dies ist der Magnifica S aus dem Hause De'Longhi. Dieser Kaffeevollautomat besitzt ein Fassungsvermögen von 1,8 Liter und hat eine Leistung von 1450 Watt. Dieses Modell kommt in einem Barista-Style und besteht aus Edelstahl. Dieser Kaffeevollautomat bereitet nicht nur Cappuccino wie auch Espresso zu, sondern können hier auch individuelle Genießerprofile angelegt werden. Das Modell aus dem Hause De'Longhi kommt nicht nur mit einer automatischen Abschaltfunktion, sondern besitzt dieses Modell ein leises Mahlwerk, eine Heißwasserfunktion, einen höhenverstellbaren Auslauf, ein Reinigungsprogramm, eine entnehmbare Brüheinheit wie eine Tassenwärmerfunktion. Hinzu kommt, dass dieser Kaffeevollautomat über den One-Touch-Display an der Vorderseite bedienbar ist. Die kompakte Brühgruppe ist nicht nur wartungsarm, sondern lässt sich vollständig aus der Kaffeemaschine herausnehmen und ermöglicht so eine einfache Reinigung des Maschineninnenraums. Das 13-stufige Kegelmahlwerk kann individuell eingestellt werden, es passen 250 Gramm Kaffeebohnen in den Behälter und der Vollautomat eignet sich zudem auch für die Nutzung mit Kaffeepulver. Mehr Infos über den Magnifica S aus dem Hause De'Longhi findet ihr unter dem zweiten Link in der Videobeschreibung. Nachdem wir uns unseren Preis-Leistungssieger wie unser günstigstes Modell im Vergleich angesehen haben, möchten wir euch unser Top-Modell vorstellen. Und zwar haben wir uns hier für das S700 Plus aus dem Hause Siemens entschieden. Dieses Modell besitzt ein Fassungsvermögen von 1,7 Liter und hat eine Leistung von 1500 Watt. Das Top-Modell aus unserem Vergleich besteht wie erwartet aus Edelstahl. Die Funktion Aroma Double Shot sorgt mit zwei Mahl- und Brühvorgängen dafür, dass automatisch der bittere Nachgeschmack vermieden wird und bietet somit das beste Aroma ohne bitteren Nachgeschmack. Auch zu erwähnen ist hier das Coffee Select Display. Dank Sensorfelder ist hier eine einfache Bedienung garantiert. Außerdem besitzt dieses Modell ein beleuchtetes Tassenpodest, eine vollautomatische Reinigung des Milchsystems nach jeder Tasse, die Möglichkeit, zwei Tassen gleichzeitig zuzubereiten, wie auch Benutzerprofile für jeweils 4 Personen anzulegen. Mit diesem Kaffeevollautomaten wird jeder Espresso, Macchiato, Kaffeecrema oder Cappuccino ein voller Genuss. Zuletzt möchten wir noch erwähnen, dass hier ein hochwertiges Keramikmahlwerk mit an Bord ist und somit als Komplettpaket den Platz als Topmodell in unserem Vergleich sich redlich verdient hat. Mehr Infos über den Kaffeevollautomaten aus dem Hause Siemens findet ihr unter dem dritten Link in der Videobeschreibung. Das war unser kleiner Vergleich der drei Kaffeevollautomaten, die wir für euch herausgesucht haben. Wir hoffen auch, für euch ist hier etwas mit dabei. Bei Fragen oder Anmerkungen würden wir uns über ein kleines Feedback eurerseits sehr freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns doch gerne einen Like und abonniert uns, wenn ihr kein weiteres Vergleichsvideo mehr verpassen wollt. Wir bedanken uns für euer Interesse, bis zum nächsten Mal.